So, ich fange noch einmal an. Ich sammle also diese Snapchats, dann lade ich sie runter, dann lade ich sie bei YouTube wieder hoch und dann gebe ich sie in die Playlist bei wikidienstag.ch. So läuft das. Welcome to the German speaking part of Europe. Ja, also noch einmal. Hildago und eben, yes. Eine feste Burg ist unser Netz. Ja, eben, also diese Zitatensammlungen, hey, und die Titel und ja, ja, genau, das ist etwas vom Besten. Alles kommt aus dem Kopf. Naja, alles ist ziemlich kreativ, sage ich jetzt mal. Informationen, Wissen, Know-how, ja, du, also Definitionen sehen ein bisschen anders aus und dann knallt es halt so zusammen in der Biologie wie auch in den Volkswirtschaften. Ja, also gut, ist ein Grafiker, habe ich jetzt gelernt. Okay. Oh, sehr gerade zufällig, nein, nicht das, aber das. Es wird definiert und gemacht und getan. Ja, bei mir auch. Wenn die Designer an Darstellungsproblemen arbeiten, ist das für mich einfach sehr inspirierend. Aber ich bin ein Sozialarbeiter. Ich arbeite am Sozialen. Nicht am Körper, nicht am Psyche. Und da macht mir natürlich Niklas Luhmann mit Sinn Überschuss. Macht er nicht hier drin. Mit Sinn Überschuss. Kommunikativer Sinnüberschuss, einen sehr interessanten Vorschlag. Medienwechsel, Sprache, Schrift, Buchdruck, Computer. Nein, es ist nicht so, das sagen radikale Konstruktivisten nie. Nein, nein, so ist es nicht. Aber es macht mir einen praktischen Unterschied, wenn ich es mir so vorstelle, darstelle. Frühjahr 1986, Niklas Luhmann hat also diese zwei Vorträge gemacht. Ich habe soeben den zweiten eingelesen, selbstreferenzielle Systeme, und kommentiert. Sinnüberschuss habe ich nicht gefunden, aber Kapazitätsüberschuss. Aber warum ich Fritz B. Simon? Hey, die Links in der Videobeschreibung, Soundcloud. Diese Zeichnung diskutiere ich dann am Montag mit Tina Piazzi. An dem Thema war ich noch. Die Vorwegnahme in der Reformation des Medienwechsels von Schrift auf Buchdruck. Das haben vor allem drei Interessensgruppen ermöglicht. Die Priester mit ihren Problemen mit ihrer Sexualität, die Zünfte mit der Einschränkung der Marktfreiheit und das Aufkommen der Stadtverwaltung gegen die Verwaltung durch die katholische Kirche. Die drei hatten ein Interesse an einem Produktion von Sinnüberschuss. Neue Medien ermöglichen der Gesellschaft eine nächste Antwort auf die soziale Frage. Und davon ausgehend habe ich dann gesucht, was könnten eigentlich heute Interessenslagen sein, die einen Wechsel sich wünschen. Und vermutlich könnte es passen, wenn ich da jeweils die ökologische, ökonomische und kommunikative Krise anspreche. Also dann hätten wir hier das Thema der Weltgesellschaft, dann diese Fürsorglichkeit und Gerechtigkeit, nicht nur auf Menschen, Tiere, Daten zu beziehen. Und dann natürlich ein sehr wichtiger Teil, soziale Sicherung kann nicht länger an Erwerbsarbeit gekoppelt bleiben. Ja, vielleicht irgendwie so. Die Universität Zürich gibt als Gründungsdatum 1833 an und als Rechtsvorgänger 1525. Ja, ja. Formation? Gegenreformation. Französische Revolution? Deutsche Revolution. Industrielle Revolutionen, Mechanisierung, Motorisierung, Automatisierung, Digitalisierung. Wer eigentlich Unrechtssysteme aufrecht erhält? Naja,
Jene, welche von den Unrechtssystemen bedroht sind, versuchen reinzukommen, damit sie nicht untergehen. So.